Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich habe wieder ein brandneues, heißes Thema für euch. Und zwar geht es heute um Folgendes. Völlig daneben, die ARD vergleicht Fleischkonsum mit Kinderpornos. Also erstmal denkt man sich, what? Ja, ist das denn euer Ernst? Und ja, es ist ein tatsächlicher Bericht von DE24 Live, ein aktueller ARD-Podcast in Deutschlandfunk. Sorgt tatsächlich für Empörung. Ein Vergleich, der für viele weit daneben und geschmacklos ist, in einem aktuellen Podcast mit dem Titel Wen dürfen wir essen, wird das Thema Fleischkonsum behandelt. Ausgesendet wird das Format von Deutschlandfunk. Produziert wurde es von der ARD, wie der Pleiteticker berichtet. Der Kernpunkt, der durch den sechsteiligen Podcast vermittelt werden soll, Fleischesser sind keine guten Menschen. Ups. Doch damit nicht genug. Um die Sichtweite weiter zu unterstützen, wird ein pietätsloser Vergleich an den Haaren herbeigezogen. Im Podcast redet man von Grillen, vom Schweineschulter und zu einer duftenden Schüssel Pulled Pork. Vergleich schießt weit über das Ziel hinaus. Weiter heißt es, der einzelne Einkauf macht noch keinen Unterschied. Und nicht jeder muss sich für die gleichen Dinge engagieren. Was aber, wenn man das weiterdenkt, könnte man mit den gleichen Argumenten nicht sogar den Konsum von Kinderpornografie rechtfertigen, dass ein einzelner Download noch keinen Unterschied macht und dass man sich für Kinderrechte einfach für eine andere gute Sache engagiert, das lässt etwas, das moralisch falsch ist, wirklich einfach so rechtfertigen. Und ein hoher Fleischkonsum der Bürger kann man kritisieren. Jemanden einen Lebensstil und vor allem eine Ernährung nahezulegen, kann man probieren, aber nicht erzwingen. Aber diesen Vergleich zur Bekräftigung der Wichtigkeit eines veganen Lebensstils zu erzielen, das ist wohl tatsächlich über das Ziel hinausgeschossen. Und da muss ich absolut zustimmen. Ja, wie krank ist das denn bitte? Da fragt man sich doch, was dieser Mensch, der diesen Podcast da rausgehauen hat, was der in seiner Platte hat. Leute, wir leben in einem Land, ja, was so geisteskrank ist. Ich schlage hier jeden Tag tatsächlich die Hände über den Kopf zusammen und denke mir, ist das denn noch euer Ernst? Ist das wahr oder ist das Satire? Ja, da wird die Hawaii-Pizza verboten, weil das ja ach so schlimm jetzt ist, ja, und soll umbenannt werden. So, dann wird das nächste Lied angegriffen, ja, aber bitte mit Sahne. Halleluja, ist da ein Aufschrei jetzt in den Medien, weil da das Wort Mohrenkopf drinne vorkommt. Wir erinnern uns übrigens an die Mohrenkopf-Apotheke, wo der Apotheker schwarz ist und sich darüber kaputt gelacht hat, dass das jetzt umbenannt werden sollte, weil ja er damit überhaupt kein Problem hatte. Ja, das ist so eine Geschichte noch dazu. Und ja, wir erleben jeden Tag Neues. Jetzt gibt es eine App, wo man Küsse simulieren kann, liebe Freunde. Also es wird immer dümmer hier in diesem Land. Und tatsächlich sitzt man jeden Tag hier und denkt, ist das Satire oder ist das ernst gemeint, was ihr da jetzt schon wieder rausgehauen habt? Also nur mal so zur Information. Wir Menschen sind Säugetiere. Und ja, Fleischesser, meiner Meinung nach, gab es schon immer. Früher haben sich die, ganz, ganz früher, die Menschen auch von Fleisch ernährt. Und jetzt wird uns das alles so dargelegt, als wäre das Fleisch, ist ja alles ganz, 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 ganz schlimm. Und ich sage mir, natürlich muss man gucken, wo das Fleisch herkommt, klar. Aber ich bin ehrlich, ich würde auch nicht komplett auf Fleisch verzichten wollen. Also, ne? Nicht ganz. Man kann es reduzieren, aber ich muss es nicht ganz verzichten. Und ich würde mir das auch niemals vorschreiben lassen von irgendeiner Regierung. Und von irgendwelchen Menschen da draußen, weil jeder Mensch soll doch selber entscheiden, was er isst und was nicht. Und ich finde das ganz schlimm, dass natürlich auch diese Insekten ja jetzt da herbeigemischt werden und wir echt aufpassen müssen, was wir uns hier noch zuführen und was nicht. Deswegen sage ich immer wieder, ihr müsst euren Körper eben auch von innen reinigen mit einer Darmkur. Wie das funktioniert, zeige ich euch im separaten Video mal. Auf jeden Fall ist das ganz, ganz wichtig, dass ihr für eure Gesundheit selber sorgt. Weil die da draußen wollen nicht euer Bestes für eure Gesundheit. Sie möchten, dass ihr weiterhin krank werdet, ja, damit die Pharma dran verdienen kann und ja, damit ihr Plan
aufgeht. In diesem Sinne, beste Grüße an alle. Teilt das Video raus, teilt den Kanal, lasst einen Daumen da. Und ja, das andere Video von heute findet ihr übrigens auf Video Liberty. Da geht es um das C-Impfung-Thema. Und ja, so viel dazu. Mehr möchte ich verraten, weil hier wird ja immer fleißig zensiert auf YouTube. Und ja, um diese Zensur zu umgehen, habe ich natürlich euch ein zweites Video heute hier bei Video Liberty hochgeladen. Und das findet ihr dann da und könnt ihr dann euch in Ruhe anschauen und müsst nicht Angst haben, dass es irgendwie gleich zensiert wird. Also in diesem Sinne, beste Grüße an euch alle da draußen. Lasst es euch gut gehen und ja, bleibt fit, bleibt gerade. Lasst euch nicht verbiegen und irgendwelche Blödsinn einreden. Und vergesst nicht zu lächeln, denn das kann euch keiner nehmen und sollte euch auch keiner nehmen, weil es ist wichtig zu lächeln, zu lachen in dieser schweren Zeit, in der wir halt eben leben. Und deswegen immer nett lächeln und winken. Eure Lilly.